Hallo ihr Lieben, ich möchte euch heute was über meinen Nana-Workshop online für Frauen erzählen, den ich vom 27. Februar bis zum 27. März an 5 Samstagen hintereinander online per Zoom halten möchte. Eine Nana ist eine üppige weibliche Skulptur nach Niki de Saint-Phalle. Die könnt ihr hier sehen. Ich zeige sie euch mal ganz. Moment. Die ist ungefähr 70 cm groß, besteht aus Holz, Draht, Pappmaché und ist auch noch angemalt. Kurz was zu mir. Ich bin Claudia Dedden. Ich bin Kunsttherapeutin, Heilpraktikerin, Psychotherapie, Nana-Frau und Expertin für Körperakzeptanz. Ich mache diese Nana-Workshops für Frauen schon seit 5 Jahren. Ich habe damals angefangen in einer Gruppe für Frauen mit Lipödem oder auch Lip-Lymphödem. Das Lipödem, das ist eine krankhafte Fettverteilungsstörung, wo die Frauen ein bisschen so aussehen wie Nanas. Also nicht dem gängigen, sportlich schlanken Schönheitsideal von heute entsprechen. Und ich habe festgestellt, dass sie beim Gestalten von so einer Nana sich mit ihrem Körper versöhnen können. Vielleicht geht es dir ja auch so, dass es dir mit deinem Körper nicht so gut geht, dass du meinst, du wärst zu dick oder zu dünn oder dir gefallen deine Arme nicht oder dein Bauch ist schwabbelig oder du findest deine Oberschenkel doof. Irgendwas haben wir Frauen ja eigentlich immer. Und deswegen möchte ich dich einladen, zu diesem Nana-Workshop online mal deine eigene Nana zu gestalten und dich dabei mit deinem Körper und auch mit deinem Körpererleben zu verbinden. Und du wirst feststellen, dass da ganz vieles passiert, was du vorher gar nicht wusstest über deinen Körper. Und dass du dich auch ein Stück weit damit aussöhnen kannst. Was bekommst du in dem Nana-Workshop? Also wie gesagt, das sind 5 aufeinanderfolgende Samstage, jeweils von 10 bis 13 Uhr und von 14 bis 17 Uhr gestalten wir gemeinsam in einer kleinen Gruppe mit nur 5 Frauen online per Zoom zusammen so eine Nana. Und du fragst dich wahrscheinlich, wie geht denn das überhaupt, so eine Nana bauen? Ich habe das ja gar nicht alles zu Hause. Das ist kein Problem, weil du kriegst von mir ein umfangreiches Materialpaket zugeschickt nach deiner Anmeldung. Da ist drin einmal so ein Draht, wie es den auch im Baumarkt gibt. Dann bekommst du natürlich Werkzeug dazu. Du musst das nicht mit den Fingern machen. Hier so eine kleine Zange und einen Seitenschneider. Mit einem Seitenschneider kannst du den Draht zurechtschneiden. Mit der Zange kannst du das umbiegen. Das ist eigentlich schon fast das Schwierigste an der ganzen Geschichte und ich glaube, das schaffst du, ne? Es wird also erst ein Drahtgerüst gebaut von der Nana. Ich zeige dir mal, wie die aussieht, wenn sie halb fertig ist. So sieht sie aus, wenn sie halb fertig ist. Hier kannst du noch ein bisschen das Drahtgerüst darunter sehen. Also das ist hier jetzt eine Schicht aus Zeitung und Pappmaché. Das ist mit Kleister zusammen, werden mehrere Schichten aufgetragen. Dann kannst du hier diesen Bereich sehen, der so schön glatt ist. Da ist also Fleisch drauf auf der Nana. Das heißt, du kannst diese Ecken und Kanten, die durch den Draht entstanden sind, kannst du ganz wunderbar mit der Modelliermasse formen und dann auch noch ein bisschen die Körperform so machen, wie du sie haben möchtest, damit das halt auch deine Nana wird. Die wird dann entsprechend so, ja, wie du gern deinen Körper hättest oder wie du halt aussiehst, ne? Mach sie mal wieder zur Seite. In dem Materialpaket, was ich dir schicke, ist noch ein Set mit Acrylfarben dabei, damit du es nachher auch schön bunt anmalen kannst. Dann ist eine größere Tube Weiß dabei, damit du die grundieren kannst. Und Weiß brauchst du ja für alles Mögliche.
Dann haben wir einen Holzstab dabei, der so lang ist wie die Nana. Du hast Pinsel dabei. Dann hast du zwei Stifte, damit du da vorzeichnen kannst auf deiner Nana. Dann bekommst du ein paar Tütchen mit Modelliermasse. Die musst du nur mit Wasser anrühren und kannst du dann so ein bisschen kneten. Dann hast du Alufolie dabei. Ein paar Blätter, damit du Entwürfe machen kannst. Und was ich dir jetzt hier gerade nicht zeigen kann, was du aber auch bekommst, das ist ein Holzständer. Weil die Nana hier, die ist im Blumentopf. Das kann man halt nicht so gut verschicken, so ein Blumentopf mit Beton. Und deswegen bastel ich dir dafür noch einen Holzständer. Ja, was hast du davon? Also einmal bekommst du eine ganz zauberhafte Nana, die du dir zu Hause hinstellen kannst. Und dann hast du in diesem Workshop wirklich unter der therapeutischen Anleitung die Chance, dich mit deinem Körper auszusöhnen. Das wird von vielen Frauen sehr, sehr dankbar angenommen, weil das etwas ist, was sie so gar nicht so einfach machen können. Wie gesagt, ich habe das schon mit vielen Frauen in Workshops gemacht und finde das einfach eine ganz wunderbare Möglichkeit, zur Selbstliebe zu kommen und die eigene Weiblichkeit anzunehmen, weil ich weiß, dass das vielen nicht so gelingt. An handwerklichem Können brauchst du nicht viel. Also wenn es dir gelingt, eine Zange zu halten und damit einen Draht zu biegen, dann bist du schon ganz super vorbereitet. Mehr musst du nicht können. Dann mit Kleistermatschen. Wenn dir das unangenehm ist, gibt es dazu noch ein paar Latexhandschuhe. Da kannst du von Hand den Kleister und die Zeitung auf die Nana auftragen. Und ich glaube, das schaffst du alles. Also die Frauen, die bisher zu mir gekommen sind, haben alle danach eine ganz zauberhafte Nana gestaltet. Bei jeder Frau sieht sie anders aus. Ich hatte einmal eine Frau in meinem Kurs, das war eine Schamanin. Die hat gesagt, sie hat das Gefühl, dass sie ein Geweih auf dem Kopf trägt. Also so innerlich. Und dieses Geweih hat sie tatsächlich auch an ihrer Nana gestaltet. Und das wurde ein ganz zauberhaftes Fabelwesen, wo sie sehr stolz drauf war, wo ich mich auch sehr für sie gefreut habe, dass sie diesen inneren Anteil, also ihren Schamanismus an dieser Figur integrieren konnte. Es ging ja danach sehr, sehr gut mit dieser Nana. Ja, was wichtig ist auch zu wissen, also einmal machst du eben diese 5 Tage Workshop an den 5 Samstagen und danach suchst du dir einen schönen Platz in deiner Wohnung, wo du deine Nana hinstellen kannst und kannst dich immer mit dem Prozess nochmal verbinden. Da siehst du, du wirst ständig daran erinnert, wie es dir damit geht. Ich sehe gerade, ich habe 2 Zuschauer, ich freue mich sehr. Ihr könnt gerne nach dem Live-Video ein paar Fragen stellen. Ich beantworte sie euch gerne. Entweder hier unter dem Video oder wenn ihr das nicht möchtet, könnt ihr mir auch im Messenger schreiben oder über E-Mail. Die schreibe ich nachher auch noch rein. Ja, wenn dir das Spaß machen könnte, so eine Nana zu bauen für dich, ob das jetzt ist, weil du gerne eine schöne dekorative Nana hättest oder weil du wirklich etwas für deine Selbstliebe und deine Selbstakzeptanz machen möchtest, dann kannst du diesen Workshop buchen. Du findest das auf meiner Homepage, das poste ich dir auch gleich hier unten noch rein. Da habe ich eine Angebotsseite, wo nochmal alles genau drin steht, was wir in dem Workshop machen und wie du da auch buchen kannst. Wichtig ist zu wissen, weil ich diesen Workshop zum ersten Mal online mache, biete ich den als Beta-Testversion an. Das heißt, du bekommst den Workshop zum halben Preis. Dafür möchte ich gern von dir während dem Workshop und auch danach Feedback haben, wie du denn damit zurechtgekommen bist, damit ich diesen Workshop online auch noch weiter optimieren kann und dass da auch noch viel mehr Frauen was davon haben. Also für die Beta-Testversion zum halben Preis, das ist einmalig, wenn du da Bock drauf hast, in einer kleinen, feinen Frauengruppe vom 27. Februar bis zum 27. März das mit mir zu machen, dann schau dir gleich den Link, den ich danach poste, auf meiner
Homepage an und guck dir nochmal alles an und da kannst du dann auch buchen. Ja, wie gesagt, wenn du Fragen hast, frag mich gerne. Ich beantworte dir gerne alles, was dir dazu noch einfällt. Ja, und ansonsten, es gibt schon Anmeldungen. Viele Plätze habe ich nicht mehr. Die Plätze sind sehr begrenzt. Und ich würde mich sehr freuen, wenn ich die eine oder andere, die jetzt zuschaut, entweder jetzt oder auch danach im Workshop sehe. Dann wünsche ich euch noch einen zauberhaften Abend. Wir sehen uns. Ciao.